Servus zusammen. Ich habe natürlich die Fortgeschrittenen nicht vergessen. Ich habe mich da auch hingesetzt und mir was überlegt und aufgenommen, da das erste Video ja so gut bei euch ankam. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und habt richtig Bock. Davor aber, ganz wichtig, wenn euch bei der Ausführung der Übungen, die ich heute euch zeige, irgendwie was wehtut oder euch schlecht ist, dann hört lieber auf und macht eine Pause. Wir üben heute Power Moves. Und bei den Power Moves kann es sehr schnell passieren, dass man sich verletzt, wenn man nicht aufpasst und langsam es angeht. Es bringt euch nichts, wenn ihr euch verletzt, denn ihr macht dann eine Pause. Nach der Pause habt ihr vielleicht die Hälfte vergessen und müsst vielleicht von vorne anfangen. Das deprimiert einen sehr schnell und man muss sich irgendwie wieder motivieren anzufangen. Deswegen trainiert mit Köpfchen, trainiert klug. Das bringt euch weiter und schneller zum Erfolg. Ganz wichtig ist auch, wenn ihr zum Beispiel eine Übung macht und dann eine Pause, dann sitzt nicht einfach nur rum, dann dehnt zum Beispiel die Handgelenke, wenn ihr sie gerade benutzt habt, oder den Nacken, wenn ihr gerade Kopfstand gemacht habt. Immer schön warm halten, die Gelenke, und natürlich auch immer wieder schön dehnen. Und jetzt nach der ganzen Aufklärung können wir auch mit dem Training beginnen. Natürlich zuerst aufwärmen und dehnen. Ihr könnt euch aufwärmen, indem ihr Top Rocks und Footworks macht, also ein bisschen tanzen. Oder falls ihr zu wenig Platz habt, dann könnt ihr natürlich das erste Video nehmen, was ich euch geschickt habe, und euch mit den Übungen aufwärmen. Hier mehr Fokus legen auf das Dehnen. Es ist sehr wichtig, wie ich schon davor gesagt habe. So, und das heutige Thema ist Vorbereitung für Power Moves und Power Moves an sich selbst, die man mit wenig Platz zu Hause üben kann. Heute Fokus wird gelegt auf den Turtle Freeze. Turtle Freeze kann euch so viel Power Moves verschaffen, so viel Zugang aus dieser Position. Ihr könnt wirklich da euch austoben, weil aus dem Turtle Freeze kann man zum Beispiel eine Windmühle machen. Klar, jetzt nicht zu Hause, aber so für die Zukunft. Oder den sogenannten Cricket, um den es heute in diesem Video gehen wird. Der sogenannte Rocket. So, klar, um das alles zu können, muss man ja zuerst den Turtle Freeze beherrschen. Hierbei ohne Kopf, Füße ausstrecken, mal das eine anwickeln, das andere ausstrecken und so weiter. Einfach ein paar Kombinationen mit den Füßen auszuprobieren, um zu gucken, ob man wirklich sicher steht. Dann natürlich auch wechseln. Die andere Seite muss auch gut geübt sein, da auch einfach dasselbe mit den Füßen machen, bisschen rumspielen und so weiter. So, wie kommen wir jetzt zu dem Cricket? Ihr könnt die Füße erstmal unten lassen, euch drehen und dann einfach, bis das Handgelenk nicht mehr kann, und da einfach die Hände wechseln. Und dann einfach das üben. Wenn ihr euch da sicher fühlt, dann könnt ihr die Füße anheben und das mal mit Füßen in der Luft probieren. Was ihr auch noch machen könnt, wenn ihr zu Hause viel Platz habt, wenn nicht, dann bitte nicht, den Backspin. Der geht folgendermaßen: bei mir jetzt linkes Bein ausgestreckt, rechtes Bein ist angewinkelt. Ne? Die, die es in die andere Richtung machen, denken sich einfach, sie spiegelverkehrt. So, meine linke Hand ist hinten. Ich lehne mich so gesagt drauf. Und jetzt, ganz wichtig, ich rutsche leicht nach vorne, stelle meinen Ellbogen ab. Und jetzt, wenn das rechte Bein zieht, lege ich mich komplett hin. So, ihr zieht das Bein wirklich, bis es nicht mehr geht, bis es Stopp macht. In dem Moment zieht ihr das dann hoch. Hier mein linker Arm dient dann zum Wegschubsen, so gesagt. Und dann zieht ihr das rechte Bein hoch, schubst euch mit der Hand ab und dann dreht ihr euch. Ganz wichtig, ihr seid auf den Schulterblättern, nicht
Po nach unten, ihr legt euch nicht hin, auch nicht mit dem Kopf, sondern Kopf hoch, Po hoch, Füße hoch, alles hoch, ihr seid nur auf den Schulterblättern. Was ihr aber auch machen könnt, ist natürlich Kopfstand, wenn ihr Platz habt. Einfach Kopfstand stehen, das ist die Vorbereitung zu den Power Move Headspin. Wenn ihr das beherrscht und Platz habt, dann könnt ihr eine Viertelumdrehung drehen. Ganz wichtig, die Füße bleiben unten. Wenn ihr das beherrscht, dann holt ihr mit den Beinen Schwung und dreht euch dann eine halbe Umdrehung. Dann wieder eine halbe. Und wenn das klappt, dann könnt ihr auch mal eine ganze versuchen. Seid aber vorsichtig. Um den Rocket zu machen, müsst ihr wirklich den Turtle Freeze sehr gut beherrschen und auf ihn springen können, das heißt auf einen Arm. Und hierbei dreht ihr euch so lange, bis das Handgelenk sagt, nee, geht nicht mehr. Dann springt ihr hoch und dreht das Handgelenk zurück auf die Position und stützt euch am Ende dann mit der anderen Hand daneben ab zur Sicherung. Hierbei könnt ihr auch erstmal mit den Knien auf dem Boden anfangen und leicht hochspringen und euch dann immer langsam steigern. Aber seid bei denen vorsichtig, das geht echt auf die Hand. So, es ist ganz schwer, was für Fortgeschrittene zu machen. Also seid mir nicht böse, wenn das Video zu kurz war oder doch nicht so viel drin war wie vermutet. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem was mitnehmen und zu Hause dann irgendwas üben. Wie ich schon sagte, man kann nur den Cricket oder den Rocket üben zu Hause, weil da braucht man nicht allzu viel Platz. Seid aber trotzdem vorsichtig, trainiert das, was ihr könnt. Es ist besser als nichts. Wir sehen uns in einem Monat, dann haben wir Platz und dann können wir viel mehr machen. Und dann kann man auch viel mehr Fortschritte erlangen und wirklich sich auch verbessern, was jetzt beim geringen Raum nicht so gut klappt. Wie auch im letzten Video, schön die Hände waschen nach dem Training, nicht vergessen. Und ich kann nur wiederum, wie oft auch sagen, bleibt gesund, habt viel Spaß beim Training, bleibt einfach kräftig mit dabei. Ich weiß, das ist schwer und die Motivation zu finden ist auch schwer, aber trainiert einfach fleißig. Denn nur wer trainiert, wird auch besser. Übung macht den Meister. Ich wünsche euch noch viel Spaß und ich hoffe, wir sehen uns dann demnächst im Tanzsportclub.